Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir packen heute gemeinsam, ihr habt schon am Thumbnail gesehen, dieses riesengroße und sehr, sehr schwere Paket aus, gefüllt mit Büchern. Es ist, glaube ich, die dritte oder vierte Staffel, ja, glaube ich, von der lieben Anka. Ich packe ihren Kanal unten in die Infobox und ja, sie schickt immer Bücher rundherum in Deutschland und nicht nur unter Booktubern, sondern auch Zuschauer, Instagramern und so weiter. Und da ist immer eine wunderbare Mischung drin. Und heute hat mich das Paket erreicht und ich bin so neugierig. Und ja, ich sehe ein bisschen stürmisch aus, was daran liegt, dass es heute bei uns auch sehr stürmisch ist und ich ja schon draußen war und ja, so jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen aussehe, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ja, das Paket hat jetzt bei mir Station gemacht, es kommt von der lieben Susanne. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, was sich innen befindet. Ich habe es auch schon mal geöffnet, aber noch keinen Blick nach innen geworfen und ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Am Ende der Staffel gibt es ja auch immer ein Video von Anka, wo sie zeigt, was sie reingepackt hat, was ursprünglich drin war und ja, was dann eben neu bei ihr angekommen ist. Und ui, was sehe ich hier? Ein wunderschönes Notizbuch. Ach, das sieht auch toll aus. Ich vermute mal, dass wir hier reinschreiben, was wer wann wo genommen hat und auch immer uns so ein paar Gedanken. Genau so ist es. Ich weiß gar nicht, ob sie hier reingeschrieben hat. Nein, ich glaube nicht. Ja, welche Staffel es irgendwie ist, nein, aber ein sehr schönes Notizbuch, liebe Anka. Da freue ich mich schon sehr, was hineinzuschreiben. Und ja, das erste Buch, da weiß ich schon, dass das bei mir bleiben wird. Von Christina Dalcher, Q, in dieser Welt ist Perfektion alles. Soweit ich weiß, ist Christina Dalcher, genau, die Autorin von Vox. Und das fand ich damals richtig gut. Ich weiß, dass mir irgendeine Wendung nicht so gut gefallen hat. Das ist aber auch schon 3-4 Jahre her. Vox war ja der Roman, wo Frauen nicht sprechen durften in der Gesellschaft oder nur so und so viele Worte am Tag hatten und irgendwie wird es sogar gezählt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und ich habe das schon gesehen, noch nicht auf der Wunschliste. Aber jetzt, wenn es schon mal hier ist, dann ja, wird es auf jeden Fall auch hier bleiben. Es heißt hier hinten drauf, nehmt mir nicht mein Kind. In einer Welt, in der Perfektion alles ist, kämpft eine verzweifelte Mutter allein gegen das System und für ihre Tochter. Eine schockierende und starke Geschichte, sagt Cosmopolitan. Furchterregend und alarmierend wie eine Black Mirror-Folge, sagt Booklist. Ein herausragender Thriller, der Fans von der Reporter Markt aufrühren wird, Publisher Weekly. Ja, klingt nach einem Buch für mich und ich hatte das jetzt eben auch schon ein paar Mal irgendwo gesehen und das von Christina Dalcher auch was Neues ist. Also das Buch ist schon mal safe, auf jeden Fall weiter. Dann von Bali Rai verpfiffen. Das sagt mir tatsächlich so gar nichts, aus dem Sauerländer Verlag. Und es geht hier um ein Ghetto, in dem knallharte Gesetze herrschen. Denn wer sich mit der Polizei einlässt, ist ein Verräter. Dann gibt es eben Drogendealer und die werden verhaftet und schnell kursiert das Gerücht, dass Billy und seine Crew als Informanten dahinter steckten. Und dann gibt es die ersten Übergriffe auf die Jugendlichen und dann ja, gibt es sogar Morddrohungen und dann müssen Billy und seine Freunde handeln. Ja, klingt nicht so ganz nach einem Thema für mich, kommt auf die Nein, auf den Nein-Stapel. Ja, klingt, also es klingt nicht schlecht. Gerade wenn man sich mit diesen Thematiken ja auch auseinandersetzt, es könnte auch so ein bisschen ein Thriller ja wahrscheinlich sein oder ein, ja, eine Krimi-Richtung, aber ja, für mich ist das nichts, deswegen geht es nach rechts. Dann haben wir Sarah Lotz, Tag 4. Das sieht von der Aufmachung ja schon sehr cool aus, ein Thriller. Ach, und ich neige ja immer dazu, Thriller spannend zu finden und lese aber eigentlich so selten welche. Tag 4 einer Traumreise, der Beginn eines unvorstellbaren Albtraums. Und Stephen King sagt, erstklassige Unterhaltung. Ja, ich bezweifle mal, dass Stephen King das tatsächlich gesagt hat. Wir sind hier auf einer Kreuzfahrt, Beautiful Dreamer, durch den Golf von Mexiko. Sollte 5 Tage dauern und an Neujahr nach einer feuchtfröhlichen Silvesternacht in Miami enden. Doch am 4. Tag kommt das Schiff mitten auf See plötzlich zum Stillstand. Die Maschinen lassen sich nicht starten, es gibt keinen Strom, keinen Funkempfang. Und dann geschehen merkwürdige Dinge. Ein Zimmermädchen begegnet immer wieder einem kleinen Jungen, der wie aus dem Nichts auftaucht. Haha, okay. Da merkt man schon, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Der Schiffsmechaniker berichtet von einer rätselhaften, dunklen Erscheinung, die er nicht zu deuten weiß. Und Celine Del Rey, die als Medium Teil des Unterhaltungsprogramms an Bord ist, verhält sich plötzlich, als wäre sie besessen.
Und dann gibt es auch noch eine Leiche einer jungen Frau und dann bricht Panik aus. Doch der Albtraum hat gerade erst begonnen. Ha, ja, Kreuzfahrten sind ja so ein Thema für sich, überhaupt auf so engen Raum. Ich glaube, das kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Also spricht mich schon an. Es könnte auch nicht zu blutig oder so sein. Ja, Tag 4 kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Oh, dann kommt schon ein Cover. Ja, das ist gar nicht meins. A Dark Surrender, Leidenschaft von Maya Banks. Also das sieht schon nach New Adult aus. Ja, kommt auch aus dem Lux Verlag. Nur er kann ihre Sehnsucht stillen. Ich muss da gar nicht mehr wissen. Das kommt direkt auf den Nein-Stapel. Das ist nicht meins. Ah, das sieht aber wiederum schön aus. Von Mina Teichert, Honigherzen. Das sieht so schön nach einem Wohlfühlroman aus. Don't worry, be happy. Und wir haben hier einen Bauernhof auf dem Land mit wilden Obstgarten, Bienenstock und einem eigenen Hofladen. Und Leni, ach, auch ein sehr schöner Name, möchte einen kurzerhand einen Neuanfang starten, doch das gestaltet sich schwerer als gedacht. Dann kommt aber die Dorfgemeinschaft zur Hilfe. Ja, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, das kann wirklich was Schönes sein für einen Frühling, Sommertag, irgendwie im Garten, auf der Wiese. Kommt auf jeden Fall mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann haben wir, ja, in welche Richtung könnte das könnte, aus dem Kiwi Verlag kommt Liebe in Lord. Oder in Lourdes, Lourdes, wie spricht man das aus? Sophie von Malt-Zahn. Hier geht es um eine Pilgerreise. Jahr für Jahr pilgert der Adel in Ordensformation nach Lourdes. Diese spirituelle Reise im Dienste der Bedürftigen ist ein wichtiger Teil der aristokratischen Erziehung und gleichzeitig ein idealer Heiratsmarkt. Neu dabei ist Cassandra, Großstädterin, Ende 30 und nur bedingt erlösungswillig. Doch die Tage im Heiligen Bezirk werden sie dennoch alles andere als unberührt lassen. Okay, also es soll hier eine scharfe Beobachtungsgabe geben und großen Humor von einer Expedition in ein unbekanntes Reich. Eine wunderbare Milieustudie und ein fein komponierter Roman über die Frage, wie anfällig wir sind für die Verheißungen der Erlösung, egal ob gläubig oder nicht. Also irgendwie, ja, aber ich glaube, das wäre nichts, was so zu meinen Lesestimmungen passt. Irgendwie finde ich schon, dass das was hat, aber ach, ja, kommt auf den Nein-Stapel, ist glaube ich, ja, nichts, was ich mir näher anschauen werde. Oh, ein schönes Cover. Eulennacht in den Bäumen von Redmoor, von Ruth Ralph, Ralph, oh, Katze schiebt Tisch, entschuldigt, wenn es jetzt kurz gewackelt hat. Also sieht nach einem Kinderbuch wahrscheinlich aus dem Magellan Verlag. Also vermutlich eher Kinder, Jugendlich mit einer schönen Karte vorne drauf und da läuft der Kater einfach über den Tisch und alles wackelt. Magellan Verlag hat auch immer schöne Cover und Aufmachungen, ne? Muss man ganz klar sagen. Ja, Ruby kann es nicht fassen. Ausgerechnet in Redmoor Garten wird sie die Sommerferien verbringen. Die Schönheit des geheimnisvollen Gartens zieht sie sofort in ihren Bann, besonders da sie immer wieder fasziniert Eulen beobachtet, die in dem uralten Baumbestand leben. Doch Redmoor ist vielleicht mehr als nur das romantische Paradies aus ihrer Vorstellung. Die jahrelang verwitterten Gartenteile werden ihr zunehmend unheimlich und wenig später kommt es zu unerklärlichen Angriffen der Eulen. Schnell werden Stimmen laut, die Maßnahmen gegen die Wildvögel verlangen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann Ruby das Rätsel um die Eulen lösen? Ja, irgendwie interessant, aber es wirkt fast schon so ein bisschen kindlich, jugendlich. Ich packe das, glaube ich, mal auf den Vielleicht-Stapel. Ich werde da vielleicht mal ein, zwei Rezensionen anschauen, weil so mit Eulen und Garten und mysteriös könnte natürlich was sein. So, mal hier die weiteren Bücher. Dann haben wir von Hel Amin Wiedersehen in der Wüste, wie mein Mann meine Kinder entführte und ich mein Leben riskierte, um sie zu retten. Erinnert natürlich ein bisschen an Nicht ohne meine Tochter. Es ist nur die Frage, wo es dahin geht. Ach, auf Bali und der Mann ist aus Saudi-Arabien. Ach, ich ertrage solche Geschichten nur sehr, sehr schwer. Und gerade wenn es um Kinder und Trennungen und ach, ja, dann auch gerade noch so Saudi-Arabien, das ist ein schwieriges Thema. Ja, wohl eher nicht für mich, muss ich ganz klar sagen. Dann Opfer von Jesper Wung-Sung, Lasst uns hier raus. Also eine super spannende Aufmachung. Erbarmungslos und poetisch, sprachlich wahrhaft eine Glanzleistung.
Wir haben in einer Lügenwelt gelebt, wir haben falsch gelebt, wir haben uns eingebildet, dass es eine Gesellschaft gibt, die eine Gemeinschaft, und jetzt zeigt sich, dass das alles in 24 Stunden aufgelöst, aufgehoben und gestrichen werden kann. Wir Menschen wollen niemanden, wenn es ein Risiko beinhaltet. Es gibt keine Nächstenliebe oder Empathie. Es gibt nur Begierde und Egoismus. Und weil wir das nicht erkennen, geht es uns schlecht. Gemeinschaft und Menschlichkeit, das alles haben die Erwachsenen uns eingeredet. Aber jetzt haben wir den Beweis. Wir sind hier eingesperrt und ich frage euch, gibt es da draußen jemanden, der an uns denkt? Nein? In welche Richtung wird das wohl gehen? Aha, also wir sind hier definitiv in der Schule. Okay. Und dann wird er hier von dem Direktor irgendwie... Ja, also es ist ein Thriller mit Tiefgang, der Arbeit von seinen Lesern erfordert, weil er keine einfachen Antworten bereithält. Ja, also finde ich, ja, spricht mich vom Cover sehr an, so vom Rest nicht so ganz. Kommt auf den Nein-Stapel. Dann habe ich hier auch ein sehr schönes Cover von Martin und Maho Klaus, Das Blut des Taco. Sieht ja so ein bisschen nach Kinder-Jugend-Fantasy aus. Taco, die Kampfdrachen Japans. Ach toll, wenn das so in die Richtung Stormdancer geht oder Kinslayer von Jay Kristoff, natürlich wahrscheinlich nicht so. Ja, wobei es heißt hier, ein nicht alltäglicher Fantasy-Thriller aus dem Japan der magischen Traditionen. Das ist ja toll, aber es wirkt für mich doch ein bisschen kindlich. Ne? Also ich bin gerade am Überlegen, okay, Martin Klaus ist... am Neckar geboren und Maro Klaus in Japan. Das ist eine coole Mischung. Ohne den Klappentext zu kennen, bin ich gefühlt schon. Fantasy kriegt mich halt immer. Ausgerechnet in das Dorf Inogi verschlägt es die junge Saya und ihre Familie. Hier, wo es nicht viel gibt, außer Wind, soll ihr Vater in einem Windkraftwerk arbeiten. Doch willkommen ist die Familie nicht. Die Dorfbewohner fiebern den Drachenkämpfen entgegen und vier rätselhafte Drachenbauern verbergen ein tödliches Geheimnis. Als die Taku zum Leben erwachen, steht Saya in einem Duell, das sie nicht gewinnen darf. Das klingt schon cool. Also Japan, überhaupt das Asiatische, das catcht mich ja schon immer sehr. Würde mich jetzt nur interessieren, ob das tatsächlich eher so, ja, ob das was für erwachsenere Leser ist oder doch vielleicht, wie es das Cover anmutet, ein bisschen kindlich ist. Also es landet auf jeden Fall mal auf dem Vielleicht-Stapel und je nach Zielgruppe des Buches werde ich mir das nochmal anschauen. So, dann haben wir noch zwei Bücher. Liebe findet uns von G.P. Monninger. Das hatte ich, als es herauskam, eine ganze Weile auf der Wunschliste. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich es damals dann aus der Wunschliste gestrichen habe. Liebe sucht, Liebe träumt, Liebe findet uns. Oh, da habe ich das sogar gelesen. Mir kommt das gerade so bekannt vor. Es ist der eine letzte Sommer nach der Uni, bevor das echte Leben beginnt. Heather reist mit ihren zwei besten Freundinnen durch Europa. Sie liest Hemingway, lässt sich durch die Gassen der Altstädte treiben. Und dass sie Jack begegnet, hätte sie nicht erwartet. Und schon gar nicht, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt. Er folgt Stationen aus dem alten Reisetagebuch seines Großvaters. Doch, das kenne ich. Ich muss mal nachschauen, aber mir kommt das gerade so bekannt vor. Ich glaube, ich habe das als E-Book gelesen, weswegen mir das Cover wahrscheinlich nicht ganz, also das Cover schon da, aber nicht so in Verbindung ist. Es ist sein Ein und Alles und Jack beginnt, die Schätze daraus mit Heather zu teilen. Die beiden besuchen die unglaublichsten Orte und verbringen die schönste Zeit ihres Lebens, bis Jack völlig unerwartet verschwindet. Heather ist verzweifelt wütend. Was ist sein Geheimnis? Sie weiß, sie muss ihn wiederfinden. Kartons und Katzen ist immer nicht so einfach, um da hinzugehen. Ich glaube, ich habe das schon gelesen. Ich gucke nochmal nach und dann kann ich ja vielleicht auch was zu dem Buch sagen. Aber es kommt mir gerade mega, mega bekannt vor. Und das letzte Buch ist dann sogar noch eingeschweißt. Ein Cover, was mich jetzt auch nicht ganz so anspricht. Dan Gemeinhardt, ein weiter Weg. Sie bedeutet mir alles auf der Welt und keine Gefahr ist mir zu groß und kein Weg zu weit, um sie mir zurückzuholen. Für sein Pferd nimmt der Waisenjunge Joseph einen Weg auf sich, der nicht nur weit, sondern auch gefährlich ist. Doch Sarah ist das Einzige, was ihm von seiner Familie noch geblieben ist und Joseph wild entschlossen, alles zu tun, um sie zurückzubekommen. Kann ich nicht lesen. Also da geht es um Tiere und es geht wahrscheinlich um Verlust und dann ist er auf der Suche nach seinem Pferd. Da bin ich raus. Da weiß ich schon, dass mir das viel zu nahe geht und sowas kann ich nur sehr selten. Also cool, dass es noch eingeschweißt ist, aber nein, das ist nichts.
Nein. Also, wir haben auf jeden Fall ein Buch, was jetzt ja ist. Ich habe 5 Bücher auf vielleicht und ein Buch, wo ich glaube, dass ich es kenne. Ich werde da jetzt ein bisschen recherchieren und dann seht ihr mich gleich in dem nächsten Clip ja, bei den Vielleicht-Büchern, für was ich mich da dann noch entschieden habe und was ich dann auch reinpacke. Und ja, das kommt dann auf jeden Fall gleich. So, ein paar Minuten oder besser gesagt eine halbe Stunde später habe ich mir die 5 Bücher ein bisschen genauer angeschaut. Und ja, es ist tatsächlich so, Liebe findet uns, habe ich schon gelesen. Als E-Book habe ich nach knapp 120 Seiten abgebrochen. Deswegen so diese vage Erinnerung, weil es irgendwann unspannend wurde. Also das kann sozusagen weiterziehen. Tag 4, der Thriller soll wohl ein sehr blödes Ende haben. Und auch ein, zwei Sachen, die ich jetzt in Rezension gesehen habe, die mich so ein bisschen abschrecken. Dementsprechend wird das auch weiterziehen. Und Eulennacht scheint doch sehr kindlich zu sein und hat mich jetzt auch so von den Rezensionen oder den Meinungen, ja, man soll sich immer selbst ein Bild machen, nicht ganz so angesprochen. Dementsprechend bleiben jetzt noch die 2 anderen Bücher, die bleiben bei mir. Und zwar von Mina Teichert, Honigherzen, das klingt richtig, richtig schön. Ja, das stelle ich mir einfach sonntagnachmittags bei der Sonne im Garten ganz toll vor. Und auch das Blut des Taco, das geht wohl auch so ein bisschen ins Jugendbuch. Ich glaube, es war 12 bis 16 oder irgendwie so dort gestanden. Oder 12 bis 14 oder 14 bis 16, irgendwie so. Also durchaus auch ein Alter, wo ich gerne, oder ein Alterszeitraum, in dem ich gerne Bücher lese, und mich spricht hier dieses japanische Setting einfach an. Also habe ich 3 Bücher, die ja, bei mir bleiben dürfen. Das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Da freue ich mich und jetzt ja, suche ich mal 3 Bücher raus, die ich weiterziehen lasse, und das zeige ich euch natürlich dann auch gleich. So, und noch ein kleines Weilchen später komme ich zu den 3 Büchern, die ich jetzt in das Tauschpaket packe. Zum einen, ja, so ein bisschen Wohlfühlroman versus Wohlfühlroman, und zwar von Juli Kaplan, das kleine Hotel auf Island. Ich habe diese ganze Romantic Escapes Reihe super gerne gehört. Das ist wirklich eine Reihe, die ich sehr, sehr liebe. Ich freue mich jetzt schon auf das letzte Buch, was uns, glaube ich, nach Irland führt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und bin dann auch, ja, finde es wirklich sehr schade, dass die Reihe dann wohl zu Ende sein wird. Wir sind hier in Island in einem, ja, kleinen Hotel, und wir treffen hier auf Lucy, die ja, so ein bisschen ihr Leben in einer Sackgasse hat, und sie möchte jetzt so ein bisschen ihre Zeit verbringen in einem Hygge-Hotel. Doch da gibt es unerwartete Probleme. Und in den Büchern ist es immer so, dass wir eine Protagonistin begleiten, die ja so das ein oder andere Problem hat, die dann eben eine Flucht antritt in ein anderes Land. Und dort geht es dann meistens um die Kultur, um Essen, um Trinken, um auch so die ein oder andere neue Liebe und Bekanntschaften. Und ja, Island hatte mir super gut gefallen, und ich hatte das Buch damals mal mitgenommen, eben zum Beispiel genau für so einen Anlass, dass man es mal in einem Tauschpaket weitergibt, weil ich die Reihe so, so, so schön finde. Dann habe ich eine Jugend, ja, Dystopie mit einem wunderschönen Cover, und zwar Iron Flowers, die Rebellinnen von Tracy Banghart. Ein Buch, was mich selbst nicht ganz so packen konnte, aber ich denke, dass auf jeden Fall jemand daran dann noch auch seinen Spaß haben wird. Ist auch noch in einem, also sehr, sehr guten Zustand. Wurde von mir auch nur einmal gelesen. Ich selbst habe es, glaube ich, gewonnen. Und ja, wir haben hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch was Dystopisches, ähnlich wie bei Q, denn es geht hier um Schwestern, die nicht unterschiedlicher sein könnten, und trotzdem sind sie unzertrennlich. Und dann ja, geht es aber um einen Thronfolger und auch um die vermeintliche, ja, oder das Versuch der Unterdrückung zu entkommen. Und es gibt dann auch eine Auswahl, und dann werden die Schwestern auseinandergerissen. Und ja, ich glaube, dass das Buch auf jeden Fall jemand anderen ein bisschen mehr Spaß bringen wird wie mir, aber das Cover allein ist natürlich schon ein Träumchen. Und dann ein etwas älteres Buch, was für mich ein absolutes Highlight-Buch war, und zwar Das unerhörte Leben des Alex Woods von Gavin Extens, oder Warum das Universum keinen Plan hat. Er ist aus dem Liebesverlag, und ich habe von dem Autor, ich glaube, dann auch noch die anderen beiden Bücher, die herausgekommen sind, gelesen, und ich fand Alex Woods einfach nur großartig. Es ist ein Märchen für Realisten, heißt es hier so schön, und es geht eben um Alex Woods, der, als er 10 ist, eben merkt, dass es irgendwie was anders mit ihm ist. Er, ja, wird im Grunde von einem Meteoriten gestreift, sagen wir mal so,
Und eines Tages wird er mit Marihuana und einer Urne voller Asche an der Grenze gestoppt. Und ja, er ist aber vollkommen überzeugt, dass das was Richtiges ist. Es war eine sehr feinhumorige Geschichte mit einem ganz besonderen Blick auf die Welt durch die Art, wie Alex eben ist. Und ich habe das Buch irgendwann mal als Schnäppchen-E-Book mir im Nachgang ergattert. Also für einen Reread hätte ich auf jeden Fall noch das E-Book hier und habe das Buch damals sehr, sehr geliebt. Also ich habe das in sehr, sehr positiver und schöner Erinnerung und glaube, dass das auch perfekt ist für jeden anderen, der dann darauf einfach Lust hat. Und ja, das sind jetzt auch die drei Bücher, die ich dazu lege. Ich werde natürlich alles in dem Notizbüchlein auch notieren und freue mich jetzt auf die drei Bücher, die bei mir eingezogen sind, auch wenn die, ach, mal wieder meinen Sub so ein bisschen und die Neuzugänge Februar durcheinander bringen, aber ich glaube, dass das trotzdem ein ganz guter Schnitt diesen Monat sein würde. Ich muss einfach ein bisschen mehr lesen. Ja, man muss Lesen einfach zu seinem Hobby machen und dann sind diese drei Bücher auch schnell weggelesen. So, ich danke auf jeden Fall der lieben Anka für die Organisation. Ich bin total happy, dass ich drei Bücher in diesem Paket für mich gefunden habe. Ich hoffe auch, dass all die anderen Bücher ein schönes Zuhause bekommen. Ich bin mega gespannt, was am Ende dann auch bei Anka noch ankommt und werde jetzt auch mal ins Buch gucken, mit was wir hier eigentlich gestartet haben und welches Buch mir vielleicht entgangen ist und wo das dann im Grunde gelandet ist. Aber ja, ich freue mich, ich bin super happy und auch wirklich sehr, sehr dankbar und ich packe den Kanal von Anka unten in die Infobox. Schaut da also gerne mal vorbei und ja, das war's jetzt mal von mir mit so einigen kleinen Clips. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.